aus den USA eine Botschaft bekommen. Die USA, die ja noch mit viel mehr Truppen in Afghanistan sind. Und selbst wenn unsere Truppen abziehen, ist trotzdem der Krieg in Afghanistan noch nicht beendet. Und sie schreiben uns Folgendes. Ich lese einen Teil ihrer Grußbotschaft vor. Der Rest wird dann während des Demonstrationszuges aus dem Lautsprecherwagen verlesen. Wir übermitteln euch solidarische Grüße von Millionen US-Amerikanern. Wir sind solidarisch mit eurer Demonstration am 20. Februar in Berlin gegen die wachsende deutsche Beteiligung an der Eskalation des Krieges und der Gewalt in Afghanistan. Der Einsatz von immer mehr Soldaten ist kein Mittel, um den Krieg zu beenden. Wir hoffen, dass ihr Abgeordnete für den Bundestag gewählt habt, die dem Ruf Präsident Obamas, den Krieg zu eskalieren, nicht folgen werden, sondern endlich den Wunsch der Mehrheit der deutschen Bevölkerung respektieren, die deutschen Soldaten abzuziehen. Wir in den USA danken euch in Deutschland und in ganz Europa für euren Widerstand gegen die Eskalierung des Krieges in Afghanistan. Wir, die Bürgerinnen und Bürger all jener Länder, die am Krieg und an der Besatzung in Afghanistan beteiligt sind, müssen die Regierungen dazu bringen, dass sie unseren demokratischen Willen respektieren. Give peace a chance. Truppen raus aus Afghanistan. Sofort. Unterschrieben von Arthur Downing Street, Code Pink, Grandmothers Against the War, Progressive Democrats of America, United for Peace and Justice, und Veterans for Peace.